Dies ist keine Trickanimation, keine Fake News. Hier baut sich ein kleines Naturspektakel auf. Zuerst wirbelt etwas Staub durch die Luft, dann bewegt sich der kleine Wirbelwind, biegt um die Ecke und macht dann auch noch Jagd auf einen Spaziergänger. Beobachtet und gefilmt hat das Naturschauspiel Nicole Ried aus Freigericht bei einem Spaziergang am Waldrand von Alzenau. Es ging ja ganz langsam wirklich los und dann wurde es aber immer größer und auch schneller. Und die ist auch relativ schnell vorgewandert, ist rüber zu dem Abfalleimer und da sieht man ja, Crash, die ganzen Müllsachen sind weitergeflogen und die Windhose ist bis da oben hingegangen zu den Bäumen. Geistesgegenwärtig holt Nicole Ried sofort ihr Handy raus und filmt, obwohl ihr nicht ganz geheuer dabei ist. Ja, das war ein bisschen mulmig, weil wir wussten ja nicht, werden wir jetzt getroffen, wie wird's, wo geht's so hin. Aber es war aber auch also aufregend, weil sowas habe ich ja noch nie gesehen in echt. Also das war wirklich beeindruckend und die ging auch wirklich bis ganz hoch in den Himmel, was ich leider nicht festhalten konnte mit meiner Kamera. Was war das nun? Ein Mini-Tornado, eine Windhose oder was? Auf jeden Fall ein Phänomen, das uns HR-Meteorologe Tim Steger erklären kann. Man kann tatsächlich von einem Mini-Tornado sprechen. Natürlich nicht zu vergleichen mit den großen Brüdern, die in schweren Gewittern entstehen. Aber was typisch ist für die Jahreszeit, nachmittags entstehen Aufwinde durch die Sonneneinstrahlung. Und die können sich in Rotation versetzen und führen zu diesen sogenannten Kleintrompen oder auch Staubteufeln. Der Staubteufel ist also der kleinere Bruder vom Tornado. Kann er denn auch so große Schäden anrichten? Und ist er gefährlich für Menschen, die ihm zu nahe kommen? Es ist nicht ganz harmlos, aber natürlich bei Weitem nicht so gefährlich wie ein richtig großer, ausgewachsener Tornado. Das, was sie gemeinsam haben, sind starke Aufwinde auf kleinem Raum. Diese Staubteufel leben aber oft nur Sekunden, wohingegen große Tornados auch mal 20, 30 Minuten über Land ziehen können. Das ist hier nicht der Fall und bei Weitem nicht so große Kräfte, die hier umgesetzt werden. Gut zu wissen, dass Nicole Ried bei ihren Videoaufnahmen nicht ernsthaft in Gefahr war. Obwohl, Nervenkitzel war es schon. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Einerseits war man schon ein bisschen ängstlich und andererseits war es einfach so beeindruckend. Da kannst du auch gar nicht weggucken, weil es einfach so ein Naturschauspiel ist. Dank Nicole Ried haben wir ein tolles Video. Und sie hat auf jeden Fall ein Erlebnis, das sie wohl nie vergisst.